Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir festgestellt, dass wir zu wenig Kunststoff produzieren. Und wenn wir unsere Produktion hier unten mal anschauen, dann sehen wir von den vier Maschinen, von den vier Chemiefabriken, sind nur zwei durchgängig am Laufen. Und das liegt daran, dass wir zu wenig Flüssiggas haben. Und wir haben zu wenig Flüssiggas. Wir verbrennen zumindest hier hinten keines. Wir können das auch ganz mal abklemmen. Auch das in die Luft blasen. Aber hier in unserer Raffinerie sehen wir auch die meisten da, die laufen nicht, weil zu wenig Rohöl da ist. Sprich, unser Ölfeld hier unten gibt einfach nicht mehr allzu viel her. Drum müssen wir uns nach neuen Quellen umschauen. Das, was wir hier aufgedeckt haben, haben wir hier oben noch ein Ölfeld. Das gibt recht viel her. Allerdings könnten da dann auch einige Nester im Weg sein. Aber wir können diese Bahnlinie hier nach oben weiterziehen, das Ölfeld anschließen. Und dann vielleicht hier unten einfach mal einen Entladebahnhof machen und das Öl mit hier anschließen. Und wir können dann auch aus Kohle Kohleverflüssigung machen und daraus dann Schweröl, Leichtöl und Flüssiggas bekommen. Und wenn wir das dann das Schweröl in Leichtöl umwandeln und das Leichtöl in Flüssiggas, dann bekommen wir da auch mehr raus. Und das Flüssiggas können wir dann hier rüber transportieren und direkt hier einspeisen, so dass wir sicherlich genügend Flüssiggas für die Kunststoffproduktion haben. Was wir auch machen können, ist hier mal diese Fabriken updaten. Und ich hätte gedacht, das passiert automatisch, denn ich habe doch hier die in der Tasche. Da müssen wir sehen. Ah, ich stehe nicht daneben. Dann würde es funktionieren. Genau. Okay, aber ich denke, zuerst verlängern wir hier mal die Bahnlinie hier nach oben und stellen sicher, dass wir da keine Überraschungen von Aliens bekommen. Und dann können wir hier dieses Ölfeld anschließen. Möglicherweise hier unten nochmals einen Kreisel, dass wir dann hier in diese Richtung gehen können. Und okay. Das reine Wasser, das werden wir nicht benötigen. Da können wir auch Gleise darüber legen. Aber machen wir doch erstmal die Gleise und die Bereinigung von allfälligen Aliennestern. So wie es aussieht, führt unsere Bahnlinie hier genau in unser Ölfeld. Darum haben wir hier einen leichten Knick, damit wir auch alle Ölförderer platzieren können.
Ich hoffe, ich habe genügend in der Tasche. Und wie wir sehen, das sind die Vierer Versionen. Und ich bin immer ein bisschen dabei, unsere Einkaufsstraße auf dem aktuellen Stand zu halten, so dass wir die besten Maschinen herstellen können, für die wir die Materialien haben. Ja, das funktioniert. Und ich denke, hier machen wir die Beladung etwas anders. Wir kommen von hier rein. Bahnhof. Dann ist das Ölabholung. Und da machen wir natürlich auch ein schönes Icon ran. Und dann brauchen wir Pumpen. 1, 2, 3, 4. Hier machen wir einen Zug, der 4 lang ist, wo wir normalerweise einfach nur 3 machen wir den einen näher. Oder das Ganze das Ganze einen rüber. Hier können wir so einen Tank haben. Und hier in der Mitte so einen. Und okay. Sowieso der letzte. Und dann hier ausgangsmäßig, da gehen wir dann auf unsere Linie hier unten und machen den Ein- und Ausgang so. Und damit haben wir das Kernstück bereits gemacht. Hier brauche einen. Vielleicht machen wir hier eine Elektro-Lok, denn die wird von hier nach hier unten fahren, wo wir nicht wirklich Material haben, um das Ganze zu laden. Und für die Befeuerung. Und dann brauchen wir ein paar Rohre, von denen ich wahrscheinlich zu wenig habe. Aber wir werden das alles anschließen und dann können wir sehen, dass wir da auch noch die restlichen Waggons ranbringen. Plus dann das Ganze an den entsprechenden Bahnhof für die Entladung, dass wir das da anschließen können. Mit dem Zug platziert und auch einem Entladebahnhof
Sollten wir nun sehen, dass die Produktion von Kunststoff alsbald wieder besser funktioniert. Aber das war ja erst die erste Hälfte von unserem Plan, denn wir wollen auch hier noch aus Kohle direkt dann Flüssiggas produzieren, das wir dann auch mit anliefern können und so hoffentlich mehr Kunststoff rausbekommen. Und wie wir sehen, hier die Röhren, die sind voll und auch die Tanks hier füllen sich langsam, so dass wir dann hier hoffentlich alsbald genügend Flüssiggas in die Chemiefabriken bekommen, dass wir ordentlich Kunststoff produzieren. Für die Kohleverflüssigung brauchen wir etwas Schweröl, um das Ganze zu starten. Das heißt, das muss ich in in ein paar Fässer abfüllen. Und dann brauchen wir auch noch Dampf. Und für Dampf, da haben wir die Heizkessel. Und ich denke, da tun es die einfachste Form, denn da können wir dann wir könnten eigentlich die Flüssigheißkessel nehmen, denn sobald wir die Kohleverflüssigung angestoßen haben, bekommen wir Schweröl raus und anderes, das wir dann da als Input reingeben können, um den Dampf zu produzieren. Also, nun weiß ich, was ich an Material brauche, und das muss ich mir zusammensuchen. Und dann können wir die zweite Fabrik hier für Flüssiggas an den Start bringen. In all der Euphorie habe ich übersehen, dass es ja auch noch Alien gibt. Und darum haben wir jetzt diesen Alarm mit dem ersten Angriff von Aliens in dieser Serie. Und die machen sich hier über unsere Rohre und Pflanzen her, Pumpen. Und hier oben, da haben wir ein doch etwas größeres Nest, das wir aber hoffentlich recht einfach beseitigen können, wenn wir hier jetzt mal ein paar das so. Hier eine Mitte. Und das war's mit dem Nest. Und wahrscheinlich sollte ich nicht in der Spucke stehen bleiben. Aber ich sollte wahrscheinlich mal auf die Karte schauen, um sicherzustellen, dass da nicht noch weitere Nester
in der Umgebung rum sind und dann können wir uns um die Kohleverflüssigung kümmern. Ich habe hier schon mal eine Wasserleitung, ein Kohleförderband und einen Bahnhof für die Abholung vorbereitet. Nun können wir uns daran machen, die effektive Verarbeitung aufzuziehen. Und wir machen das nicht ganz da oben. Dann brauchen wir das hier. Und das heißt, hier brauchen wir sowas. Und dann machen wir hier überall schön Untergrundbänder ran. Und das Wichtige, dass wir hier den Input und den Output verbinden und auf dieser Seite, wo sind denn meine Hier haben wir die Heizkessel. Dann machen wir hier mal das so. Und hier ganz oben machen wir einen solchen hin. So. Sehr schön. Und dann kopieren wir das 1, 2, 3. Irgendwas ist hier schief gegangen. 3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ein paar Strommasten hier dazwischen. Und wir haben hier nun etwas Dampf anlegen. Was wir hier jetzt noch brauchen, ist die Kohle. Und die bringen wir hier rein. Und bevor ich da das Untergrundband mache, sollte ich vielleicht die Fließbänder fertig machen. Und vielleicht würde es auch Sinn machen, hier die Strommasten etwas weiter vorne zu platzieren, so dass wir die Knickarme, die Greifarme auch alle abdecken.
Und damit sollten wir eigentlich alles haben, was wir benötigen, sofern wir hier das Ganze fertig bauen können. Der erste Teil ist nun fertig, aber wir müssen ja auch dafür sorgen, dass wir das überschüssige Schweröl und Leichtöl in Flüssiggas umwandeln können. Aber dafür haben wir ja glücklicherweise hier schon ein Setup, was wir kopieren können. Und wir machen das so, dass wir das von hier unten nehmen, sodass das Schweröl, das hier unten rauskommt, zuerst verbraucht wird. Und hier werden wir diese Chemiefabriken verwenden. Und dann müssen wir hier oben dann noch dieses Setup verwenden. Und hier geht der Alarm los, der uns sagt, unser Hydroxid, Sulfidhydroxid ist voll. Und das machen wir hier. Das verbindet das und hier brauchen wir dann noch Wasser. Wasser haben wir aber auch hier oben. Wenn wir das hier verbinden, und dann haben wir hier den Ausgang für das So, dann haben wir hier diesen Ausgang und der muss dann letztendlich hiermit verbunden werden. Und dann können wir das an den Beladebahnhof anschließen. Wo wir ein paar Tanks stehen haben, so dass wir hier oben den anfallenden Flüssiggas lagern können. Dann brauchen wir hier noch einen Zug. Da nehmen wir auch wieder eine elektrische Variante. 4 Tankwagen dran. Dann dieser will von hier nach hier fahren.
Volles Frachtinventar, leeres Frachtinventar. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier das Ganze starten, indem wir etwas an Schweröl in das System reinpumpen. Das machen wir hier mit Schwerölentleerung. Und wir haben 6 Fässer. Und das sollte genügen, dass hier dann all die Maschinen anlaufen. Genau, das tun sie. Und was wir hier effektiv dann machen müssen, ist schauen, dass hier die Balance für die Verarbeitung der Materialien stimmt. So dass wir genügend Schweröl und Leichtöl umwandeln, ohne dass wir hier zu kurz kommen. Ah. Hier haben wir das Problem. Hier brauchen wir effektiv das von Wasser, denn hier wollen wir was Besseres drin haben. Und hier oben können wir nochmals den, wo haben wir ihn? Den hier platzieren. Damit sollte dann auch das hier anlaufen. Yeah. Sehr schön. Und das war's auch schon von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal werde ich das hier ein wenig beobachten, so dass wir sicher sind, dass wir hier das richtige Verhältnis an Maschinen haben. Und dann werden wir sehen, was wir nächstes Mal anstellen können. Also bis dann und tschüss!